Okay, dann geht's in eine neue Stadt oder in einen neuen Level oder in eine neue Umgebung. Schauen wir mal, wo wir hinreisen können. Oder Ah, da nach bist du Isla ja. Seven zurück. Ich bin schon Da ganz gibt's so viel zu aufgeregt. tun. Ich bin so. Können wir aufbrechen? Bin so neugierig. Ach, guck mal an. Komm, ich guck da mal kurz hin, oder? Schauen wir mal kurz, was da ging. Ich meine, da müssten so viele Nebenaufgaben jetzt sein. Habe ich denn jetzt hier auch eine Karte? Für diese Region können keine Terra-Daten abgerufen werden. Okay, das ist schon mal interessant. Ich habe gedacht, dass sie mir jetzt dann hier vielleicht doch eine Karte geben. Aber soll nicht sein. Also, wir haben den Code für die erste Kiste, die überhaupt, glaube ich, mit dem Code war, oder? Hier die Straße runter. Hier an der Seite waren wir schon drin. Achso, wir müssen ja eh erstmal über die Brücke rüber. Wir müssen in die Bibliothek, glaube ich, für die Nebenaufgabe. Achso, aber das hat nicht richtig gezählt. Nee, hier ist nichts, aber wir können die Tür aufmachen. Ihm noch aushalten. So, da haben wir die Kiste. Und da ist 1, 2, 2, 8. Zack. Oh, schön, dass sich wenigstens der Kreis dann auch schließt. Vorratskiste der Legion. Gut, dass ich zurückgekommen bin. Na, aber, ne? Wir müssen in die Bibliothek. Das geht gleich hier auf der anderen Straßenseite. Da muss man nicht außen nochmal rum. Genau, die Tür habe ich aufgemacht. Die Frage ist. Muss. Da oben ist noch mal ein Speicherpunkt. So, hier war was. Und da liegt auch schon nicht gut. Ein Einband mit einem eingravierten goldenen Kreis. Das Buch des Glaubens. Das habe ich früher oft gelesen. Mal sehen. Hä? Das macht ja erst recht keinen Sinn. Jetzt sagt sie, sie hätte ein Buch früher oft gelesen. Vorher wusste sie nicht, was Bücher sind. Die Worte des frommen Felix. Weshalb möge Mothersphere's Wille geschehen, wie im Himmel so auf Erden. Es ist alles eine Lüge. Wir wurden alle getäuscht. Nicht die Monster haben uns getötet, sondern Mothersphere.
Wer auch immer das liest, hör gut zu. Ich, Felix, ein ehemaliger Tiefgläubiger, verkünde dies. Mothersphere ist ein falscher Gott und ein lebendes Unheil. Unheil, das uns vernichten wird. Wurden die Worte etwa überschrieben? Es ist leicht, den Glauben zu bewahren, wenn man nicht kurz vorm Tod steht. Guck mal, das ist jetzt wieder eine von den Sachen, die man da mit dem anderen Ding kriegen kann. Warte mal, bei ihr steht ja sogar, da steht ja sogar Kill, nee, oder? Kill, Kill. Ja, das ist ja cool, okay. Aber dann ist das doch wirklich so ein bisschen so der Kill Bill Erinnerungsanzug, Gedächtnisanzug. So, was war hier in der Gegend noch? Es war auf jeden Fall noch einer von den... Eine von den Kisten, die man mit dem Dings aufmachen konnte, mit dem Scanner. Das weiß ich noch. Aber ich glaube, da müssen wir ein bisschen Schnellreise machen. Zeig mal. Liefere das Buch. Genau, das haben wir. Begib dich zu dem Ort in der großen Wüste, den June erwähnt hat. Das geht nicht. Begib dich in den überschwemmten Handelssektor in Eidos 7. Da müssen wir sowieso hinfahren. Befrage den Händler auf dem Schrottmarkt, der jetzt dann wieder da ist. Finde jemanden auf dem Schrottmarkt in Sion, der dir mehr über Arens Aufenthaltsort verraten kann. Der Schrottmarkt, ist das der unten in dem Bereich, wo der kleine Roboter ist? Tabu, begib dich zur Halle der Aufzeichnungen in Eidos 7. Das ist auch im zweiten Gebiet, ne? Und das ist das Heckenkeiler im Ödland besiegen. Abwurfkapsel in Sektor 7. Ja, dann können wir, glaube ich, hier schon ganz gut weiterreisen. Sag mal her. Also wir haben hier das hier. Parkhaus, verlassener Bahnhof. Plaza, Bauzone, Krater. Dann können wir hier noch die Kiste aufmachen. Sorgen habe ich erstmal nicht. So. Wo ist der Eingang zu diesem Erinnerungsding? Das ist Zugang zum Plaza? Ist das hier? Ja, ne? Ich glaube ja. So, man muss dann hier über das eingestürzte Gebäude rüber. Gab's doch hier irgendwie auch einen kürzeren Weg. Liegt da was? Nee, ist eine Lampe. Was ist denn das da oben jetzt noch? Auch schön da oben mit den Pflanzen. Hier
Hier ist die Uhr nach rechts, ne? Ja. Da ist die Uhr. Und es ist dieselbe Grafik wie auf dem Schrottplatz. Ach genau, und jetzt kann ich ja auch auf der anderen Seite lang. Die Sonne so durchkommt. So, hier ist der Eingang in dem Bereich. So. Die Halle der Aufzeichnungen. Hätte nicht gedacht, dass ich nochmal hierher komme. Na klar. Ich seh's mir an. Was haben wir denn hier? Organische Zivilisation. Organischer Mensch. Warnung, Sie greifen auf verbotene Aufzeichnungen zu. Der Inhalt dieser Aufzeichnungen ist gemäß der Doktrin von Mothersphere nicht verfügbar. Der Zugriff darauf ist streng verboten. Bitte beachten Sie, dass weitere Versuche auf diese Information zuzugreifen als Angriff auf Mothersphere eingestuft werden. Was? Was ist das? Mothersphere's Doktrine? Genau wie ich dachte. Die Mothersphere hat viele Geheimnisse. Oh. Gehen wir. Hier gibt es nichts mehr für uns zu tun. Nee, ich will noch nicht zurückkehren. Es ist ja noch ein bisschen was zu tun. So, wo war jetzt noch, was, da müssen wir wieder zurück zum ersten Gebiet, also zum Bahnhof. Hier geht's runter, da ist dann der nächste Schnellreisepunkt. So, dann ist der Kreis geschlossen, ich wüsste jetzt hier auch nicht, ob hier noch irgendwie mit Doppelsprung zum Einsammeln war, aber ich ignoriere es jetzt mal. So, wir wollen zum Bahnhof. Hier. Verlassener Bahnhof. Ach nee, Moment. Das ist der Bahnhof auf... Das ist nicht der richtige, ist nicht die richtige Bahnhofsseite. Nee, Zugang zum Plaza, dann ist es doch hier. Da geht's ja wieder zurück in die andere Richtung. So, hier musst du durch die Tür durch. So. Der überflutete Plaza. Was muss es sein? Was hat es mit diesem Lager 77 auf sich? Warum schickt man ein Kind? Das Steuergerät. So, und das Steuergerät wissen wir ja sogar schon, wo das ist, denn das ist ja hier hinten. Ach, ist das. Machen wir mal kurz ausruhen.
Falls ich mich doch zu blöd anstelle. So. Der war jetzt irgendwie weniger aufmerksam. Zu dem Ding war hier. Ah ja. Tetra Star, das ist wahrscheinlich die zweite von diesen drei Mega Corporations, die es gab. Wow. Die hinter diesem Programm steckt, auch das Abflusssystem zerstört. Ja, cool, dass hier so viel freigelegt wird, vor allem, dass da die Lampen noch funktionieren. Wieso ist denn der wieder da? Und auch darüber. Ja. Ich weiß nicht wie, aber irgendwie bin ich daran vorbeigekommen. Die vertragen hier unten auch mehr. Ich habe es, glaube ich, wieder in die falsche Richtung gemacht. Ich habe wieder nach vorne gedrückt, statt zurück. Beim blauen. Falsche Richtung. So, das war aber tatsächlich jetzt hier. Mehr oder weniger eine Sackgasse, oder? Ja. Ach, guck mal, da weiß das Spiel auch schon, dass ich den Double Jump habe, sonst würde ich da gar nicht mehr rauskommen aus dem Ding. So, hier geht es aber runter jetzt und das ist neu. Es öffnet sich doch dann bestimmt, oder? Das sieht so, wenn das hier so, wenn das so eine Linie dazwischen ist. Von der Dame. Sieht so verdächtig aus. Schon die zweite Stelle, wo wir eine Energiezelle brauchen. Der Kreis wieder.
Erfahrungspunkte. Ah, okay, von hier würde man wahrscheinlich runterkommen, oder? Das ist ganz normal der Weg nach oben. Genau, da war es unter Wasser. Hat sich aber gut gehalten dafür, dass es jetzt hier die ganze Zeit unter Wasser war. So, habe ich dafür den Code? Nein. Wäre ja auch zu schön gewesen. Da jetzt nochmal weiter runter. So, das ist jetzt... Ne, Moment, doch. Da schließt sich der Kreis. Von da bin ich gekommen. So. Dann können wir entweder da weiter runtergehen oder an der Seite hochklettern. Ah, das geht echt tief runter. Ich meine, die Statue ist ja ganz schön groß. Und nur Geld. Geld, 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 Geld. Oh. Ein Explodobot. Ah, und der Code. Überschwemmter Handelssektor. Das könnte das Ding oben sein. Na, wenn es hier schon so einen Weg zurück gibt, dann ist es doch bestimmt das hier. Ah ja. So, dann machen wir hier... Was war das letzte? Ein K. Nochmal eine Abkürzung. Mit dem Seil nach unten. Oh, da hinten ist eine Dose. Haha. Karottenelixier. Geil. Ey, diese Bilder auf den Dingern, die sind ultra hoch aufgelöst, ne? Da, wenn es um Essen geht, da sind die japanischen Entwickler immer voll dabei. Der ganze Texturspeicher für Essenstexturen genutzt. Nochmal weiter. Ach nee, da geht's nach oben. Ach. Ich hätte gedacht, da geht's auf die Plattform da unten runter. But no. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Na. Ja gut, das soll tot sein. Na, wo komme ich jetzt wieder raus? Ja, stimmt. Dann nehme ich doch jetzt mal hier die Abkürzung. Ah ne, ist gar nicht hier. Moment. Gut abgerollt. Hier.
Oder habe ich hier oben? Ah, ich habe hier oben noch nicht alles, ne? Da hinten in der Ecke war ich noch nicht. Selbst die Kleinen vertragen hier unten mehr. Okay, das ist aber auch eine Sackgasse. Dann geht es wahrscheinlich nach unten weiter. Nochmal eine Etage runter. Oh, jetzt wird es hier auch schon nebeliger. Krass. Dass hier so eine ganze Bar ist. Ist erstaunlich wenig drin. Das ist merkwürdig. Alter, erst 14. Jetzt bin ich aber am Ende angekommen, oder? Und steht das hier immer noch unter Wasser? Unter Strom? Sehr gut. Gehen wir rein. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Was ist? Das glaube ich nicht. Wer macht denn so etwas? Sie ist hier. Sie nennen uns Verräter, Verräter, Verräter. Wir konnten unmöglich in dieser Stadt bleiben. Das sind aber Scavenger-Anzüge, ne? Verzweifelte Erinnerung. Warum hat man uns als Verräter gebrandmarkt? Sie ist hinter uns her. Ich weiß nicht, wie lange wir hier durchhalten. Schnittwunde, verletzt. Buch des Glaubens und der Weisheit 236. Mothersphere ist weise und sie wird uns in der Stunde des nahenden Unheils Erlösung zuteilwerden lassen. Deshalb möge Motherspheres Wille geschehen wie im Himmel so auf Erden. Wir werden in die Kolonie zurückkehren. Die Ankunft des Engels markiert den Beginn der Erlösung. Wir werden in die Kolonie zurückkehren. Wir werden für unsere verlorenen Erinnerungen entschädigt. Uns werden neue Erinnerungen eingegeben. Der Wille von Mothersphere darf nicht angezweifelt werden. Ein melancholischer Schrei. Wir haben uns doch nur aus der Gefangenschaft der Wiege befreit. Wir sind kein Verräter. Jemand muss davon erfahren.
Und da oben ist noch einer. Wie komme ich denn da jetzt hin? Stimme des Widerspruchs. Wir werden in unserem kleinen Schrein leben, unseren Glauben in unseren Herzen tragen. Wir verachten die grausamen Regeln der Stadt. Alles, was ich tun kann, ist, zu unserer Mother zu beten, auf dass dieser Frieden bis in alle Ewigkeit anhalten möge. Sie sind nicht einfach ertrunken. All diese Leute wurden abgeschlachtet. Dieser Schnitt sieht für mich aus wie von einem Polymer-Plasmaschneider. Das war jemand mit Erfahrung. Es ist zu perfekt. Ist das das Werk eines Engels? Nein. Solche Waffen benutzen wir nicht. Das sieht aus wie das Werk eines Elite-Soldaten der Erde. Ich verstehe das nicht. So eine Klinge ist für Feinde gedacht und nicht für Verbündete. Eins scheint klar zu sein. Der Plaza wurde gezielt überflutet. Und zwar, um ein Verbrechen zu vertuschen. Keine Ahnung. Wir wissen einfach nicht genug. Und was jetzt? Naja, wir könnten zumindest ihre Memory Sticks bergen. Wenn sie nicht komplett zerstört sind. Will ich jetzt nach Sion reisen? Nee, ich habe ja hier noch nicht alles untersucht. Drüben ist ja noch ein Teil. Und ich glaube, mehr kann ich zumindest jetzt hier in dem Gebiet dann auch nicht machen. Also es könnte durchaus sein, dass nochmal Missionen kommen, die mich hierher schicken, aber erstmal wird es das gewesen sein. Ausweichen nicht mehr gelingt. Ach, ich hätte auch einfach hier runterrennen können, oder? Scheiße. Stimmt, das habe ich sogar schon gesehen von der anderen Seite. Ach guck mal, da liegt sogar noch ein... Ah, da komme ich nicht rein. Da brauche ich irgendwas. Da liegen welche drin. Tja, wie komme ich da ran? Ah, hier ist das Seil. Ödland-Abenteurer. Wieder eine neue Klamotte gefunden. So, ins Wasser gehe ich jetzt mal nicht. Das ist, glaube ich, nichts mehr. Weil es gibt auch keinen Weg da raus. Tja. Könnte für eine Quest sein. Könnte ich mir gut vorstellen. So, dann geht's per Schnellreise zurück nach Sion und danach ins neue Gebiet. Komm, dreh dich mal um, ich will dich von hinten erwischen. That's what he said. Wenn wir schon den Spruch in beide Richtungen haben. Oder haben können. So. Dann ist hier die Schnellreise. Ah ne, hier vorne ist gar keine Schnellreiseoption. Hier ist nur der Speicherpunkt. Die Schnellreise ist hier drüben.
damit es wenigstens diese Folge einmal funktioniert hat mit dem Ausweicher. So. Gut, dann geht's zurück nach Zion und dann geben wir das mal ab. Ach, ich muss zum Schiff, ne? Kann man nicht einfach von jeder Station fahren? Ach nee, Moment. Eine Sache habe ich vergessen. Im Krater. Hier. Da ist noch eine Nebenaufgabe. Kehre zum Krater zurück. Da ist es. Hier, Waffenkern. Ach nee, Moment. Das hier ist das Richtige. Ich wollte gerade sagen, es hätte doch was auslösen müssen. Hm, Ohrringe? Gehören die etwa Lilly? Alles Nützliche wurde bereits entfernt. So, dann können wir jetzt... Es geht ja sogar noch schneller. Sehr gut. Retro. Aber so... So, abschließbar. Spendable Abwurfkiste. Das haben wir gefunden. Bericht. Nur die Hülle der Abwurfkapsel ist übrig. Da ist nichts Brauchbares mehr übrig. Also kannst du den Auftrag einfach löschen. Geheimversteck der Legion. Haben wir auch gefunden. Die Gegenstände aus dem Geheimversteck werden mir nützlich sein. Sag mir einfach, wenn du noch weitere Informationen darüber hast. So, dann haben wir das hier. Das mit dem Rachen, Räche und das mit der Lösung. Da muss ich dann in die Kommentare schauen. Und wir haben hier hinten was ist fürs Worte. Kann ich eigentlich darüber? Ja. Ah ne, kann ich nicht rauf. Oh. Moment mal, die sind ja auch noch da. Vom Überfall. Ah, und hier habe ich auch den Code. Geilo. Es geht einfach Schlag auf Schlag im Spiel. Jetzt ist er eingefärbt. Arons Tagebuch. Ich habe mich jeden Tag im Exile Passage versteckt, damit ich Orkards Pläne verfolgen kann. Ich habe entsetzt beobachtet, wie sie lebendige Nightibas gefangen und mitten in der Nacht oder noch vor Sonnenaufgang nach Zion zurückgebracht haben. Dieser verrückte alte Mann fängt Nightibas, um die Bürger zu terrorisieren. Leider haben sie keine Beweise zurückgelassen, aber solche Beweise wären schon längst beseitigt worden. Ich kann nicht beweisen, was ich gesehen habe. Jedoch hat mich Rael die Wache bemerkt. Ich konnte entkommen, ohne gefangen genommen zu werden. Aber Orkals Bestien werden mich sicher holen. Ich bin erledigt. Ich kann die bösen Taten von Orkal und seinen Wachen nicht mit ansehen. Und wenn ich erwischt werde, wird meine Schwester allein zurückbleiben. Was wird dann mit ihr geschehen? Doch als freier Bürger habe ich mich entschlossen, zuerst meine Freiheit zu schützen. Es wird eine Gelegenheit geben, meinen Fehler wieder gut zu machen. Vielleicht ergibt sich sogar eine noch bessere, wenn diese Aufzeichnung in den richtigen Händen landet. Gelobt sei das Befreiungsbündnis von Zion. Stimmt, Aaron ist ja der Anführer, dem sie das vorwerfen. Und die Schwester, wo war denn die Schwester nochmal? Ist auf der Map vielleicht angezeigt? Das sind die, die vorne sind. Das könnte ich ja mal zurückgeben bei ihm hier.
Das lasse ich ihr nicht durchgehen. Dass sie das wagt. Hä? Ach nee, das ist gar nicht die... Das ist gar nicht ihre Schmission. War das bei ihr? Ja. Das Mädchen von vorhin. Hey Engel, ich soll dir wieder ein Geschenk von dem gleichen Mann geben. Oh, und ich soll dir vielen Dank ausrichten. Warte, kannst du mir sagen, wie er aussah? Wo ist er hin? Weiß nicht. Er war groß. Er hatte eine Maske auf sein Gesicht, konnte ich nicht sehen. Ich habe keine Ahnung, wo er hin ist. Kann ich jetzt gehen? Okay. Wer war das? Wer hat uns zu diesen Leichen geführt? Will jemand, dass wir die Leichen zurückbringen? Mehr als Vermutungen aufstellen können wir momentan nicht. Ich werde die Wahrheit herausfinden. Ich verspreche's. Ja, das müssen wir. Aber wem verspricht sie das denn? Guck mal, wir sind schon bei 61%. Ich komme manchmal ein bisschen durcheinander, was zu welcher Mission gehört. Also, welche Geschichten. Muss ich leider gestehen. Ist das... Was ist das hier? Ah ne, das täuscht. Oh, da geht's noch eine Ebene höher. Ach, hier war das, das war ist der mit dem Gläubigen, genau. Oh, du bist zurück. Und unversehrt, wie es scheint. Mother Sphere sei Dank. Konntest du das Buch meines Bruders finden? Genau, das war das. Ja, hier ist es. Oh, vielen Dank. Ich kann es endlich wieder in den Händen halten. Mal sehen. Hm? Was ist das denn? So habe ich es gefunden. Aber mein Bruder war so ein frommer Mann, dass er so etwas tun würde. Unvorstellbar. Aber er hätte so etwas niemals getan. Was ist da passiert? Ich muss das untersuchen. Und bitte hör zu. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du niemandem etwas erzählen würdest. Natürlich. Wem sollte ich es denn auch erzählen? Mother Sphere. Mutter, warum stellst du meinen Glauben immer wieder auf die Probe? Verdammt. Tja. Einer der beiden Brüder hat offensichtlich das Licht gesehen. Und zwar nicht der hier. So, wie komme ich jetzt da oben ran? Ach, das ist da drin. Ja, so geht's auch. Was haben wir denn noch? Wir haben hier unten... Ach stimmt, bei dem war ich jetzt, wo ich nicht weiter rein durfte. Den kann ich das zurückgeben. Das ist der Typ, der hier vorne steht. Das ist ein bisschen dieses, wenn dann alles aus alle Aufträge aus einer Stadt kommen, dann kommt noch das, das Missionsboard dazu. Und man macht dann so viele von diesen Aufträgen hintereinander, ohne dass man nochmal die Auftraggeber sieht. Dann, also geht mir zumindest so, dann komme ich ein bisschen durcheinander. Aber ich bin auch ein bisschen dumm. Ah, Engel! Hast du Aufzeichnungen über organische Menschen gefunden? Alles war unter Verschluss. Also konnte ich nicht sehen, was drin war. Tut mir leid. So ist das also, hm? Das ist großartig! Also ist da wirklich etwas? Glaub mir, ich finde die Wahrheit heraus. Und wenn es das Letzte ist, das ich tue, die Geschichte kann nicht im Verborgenen bleiben. Ist auch geil, dass sie das alles in Stöckelschuhen macht, ne? Nur so als Hinweis. So, den haben wir auch. Dann schauen wir doch zum Abschluss nochmal kurz, wie der neue Anzug aussieht, den ich gefunden habe.
Das ist bei ihr. Wir sollten die Alpha-Signalanzeige zum Tetrapod bringen, bevor wir nach Matrix 11 aufbrechen. Soll ich dir helfen? Ach, guck mal, Waffenkern können wir auch verbessern. Wunderbar. Das geht Schlag auf Schlag. Also, das ist gesperrt. Hier, Ödland-Abenteurer. Oh, das ist auch ein schöner Anzug. Ja, den nehme ich. Ah, oh, der ist super. Ach, endlich mal ein Jeans-Anzug. Geil. Finde ich super. Ja, klar, auch da muss sie diese, diese Risse drin haben. Aber das finde ich gut. Endlich mal ein bisschen normale Klamotten. Das gefällt mir. Jetzt haben wir hier unterschiedliche Ohrringe. Oh, die sind schön. Ich bleib bei dem Ding. Ja, da muss ich sagen, in der nächsten Mission geht es dann in tatsächlich ganz neues Gebiet. Ein bisschen ungewöhnen wieder. Ich muss mich mal ein bisschen Pose stellen. So. Gut, dann genau, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.